So, meine Freunde, ich bin wieder zurück bei Alien Isolation. Ich glaube aber, ich muss noch mal den Weg da entlang laufen, weil das Feuer ist noch nicht da. Oh oh. Oh oh. Oh. Weil ich habe gespeichert und als ich die Session beendet habe, war das noch vor diesem Rohrbruch. Ja. Oh. Ja, komm. Blödes Alien, jetzt lauf vorbei oder mach irgendwas. Hör auf mich zu nerven. Gut, dass das Alien keine Sackgassen reinläuft. Oh, ich könnte jetzt eigentlich das mit der Explosion auslösen, dann wird das Alien voll getroffen. Das mache ich jetzt auch. Achtung! Bam! So. Alter, wie schnell war das bitte schon da? Nein, 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 nein. Wie ist das bitte schon so schnell hier hingekommen? Durch den Lüftungsschacht, ey, du kleines Schweinchen, du. Ich muss weniger fluchen, tut mir leid. So. Oh oh, nein. Nein. Nicht überschreiben. Oleg. Holy fuck, holy shit. Holy shit. Manu. Ach, übrigens, wenn wir schon beim Spind sitzen, nichts zu tun haben, das nächste Horror-Game, was ich aufnehme, keine Ahnung, was das sein wird, werde ich wahrscheinlich zu 95, ne, vielleicht auch zu 99% wieder mit Webcam aufnehmen, also mit Facecam. Ja. Okay. Oh, du blödes Alien, entscheide dich doch endlich mal. Ich will hier weg. Ich muss unbedingt speichern, aber das muss ich machen, wenn das Alien weg ist. Wenn ich speichere, ja. Und das Alien tötet uns dann, habe ich ja schon mal gesagt. Dann sitze ich an dem Speicherpunkt. Also hier ist Feuer. Was bedeutet, warte mal, wo ist die Legende, die Legende? Schloss mit Zugangscode. Ach so. Ach so, ja, hier war noch ein Schloss mit Zugangscode. Der ist wahrscheinlich. Vielleicht ist der hier drin, der Zugangscode. Code. Nee, ich glaube, der war im Computer. Irgendwas, irgendeine Information wegen Zugangscode war im Computer. Aber da ist das Alien gekommen, als ich das lesen wollte. So, wir müssen also auf jeden Fall hier zurück und dann von der anderen Seite dahin. Ja. Darf ich zurück? Hallo? Das ist so bescheuert. Ich meine, ganz ehrlich. Los, verschwinde. Ich will weiterspielen. Ich habe keine Lust, jetzt hier ewig rumzusitzen an der Stelle. Ich mag komische Geräusche. Dann höre ich mich an wie Donald Duck. Ich gehe jetzt einfach raus, ey. Okay. Speichern. Speichern! Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Ich hoffe, das Alien bleibt jetzt mal ein bisschen weg, ey. Ohne Scheiß. So. Zwei fünf null fünf. Oh. Oh! Oh! 2505. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Ey, man will mal was machen, dann kommt das schon wieder vorbei. Hoffentlich ist in diesem Schließfach, was ich jetzt gleich aufmache, ein Flammenwerfer drin. Hoffentlich, ey. Dann brutzel ich hier die Fresse weg.
Kannst du Geräusche machen, wie du willst. Wisst ihr, wie sich das anhört? Früher, als ich noch klein war, haben wir in der Wohnung gewohnt. Da waren die Nachbarn immer extrem laut. Und Schlüsselkarte? Ah, das war die, die wir brauchen. Nee. Nee. Warte mal, vielleicht aktualisiert sich das jetzt, das Ziel. Hallo? Toll. Wir müssen immer noch dahin. Was wollte ich sagen? Ja, und die Nachbarn waren sehr laut, ja. Und da hat das auch immer so gebollert und gerumpelt. Bum, 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 bum. Dabei sind wir normal durch die Wohnung gelaufen. Scheibenkleister. Ich hätte fast wieder ein Schimpfwort gesagt. So. Ist direkt hier bei uns. Ey, willst du mich veräppeln? Das ist echt so bescheuert. Ich bin echt am überlegen, ob ich die Folgen aufstock von 15 auf 20 Minuten. Dauert zwar viel länger beim Upload. Mit meiner super Schrottleitung. Da brauche ich über 3 Stunden für einen Upload. Aber ist mir egal. Ey, ich kann ja nichts zeigen in der Folge. Wenn ich jedes Mal hier rumgammel und das Alien mir hier im Nacken sitzt. Ich gehe jetzt einfach. Wenn ich kaputt gehe, gehe ich kaputt. Habe ich Pech gehabt. Oh Gott. Hier ist alles im Eimer serviert. Ich habe das Gefühl, dass das Alien gleich wiederkommt. Das Licht ist ausgegangen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo bin ich denn? WTF? Hä? Leute? Ich bin falsch. Ich muss doch hier noch hin. Scheiße. Entschuldigung. Ich hab's schon wieder gesagt. Ich muss nochmal zurück. Ich kann nichts reden, tut mir leid. Die Leute sich beschweren, dass ich nichts sage in meinem Let's Play. Hab schon öfter erklärt. Die Anspannung ist zu groß, ey, ich sterb gleich. An einem Herzinfarkt. Nein, weiter. Das ist aber jetzt die richtige Tür. Mama! Okay, ich warte kurz ab. Seht ihr? Ich höre schon wieder Schritte. Ja, piep, piep. Oh, das ist echt krass, dass das Alien immer so nah bei uns ist und immer auf den Fersen, ey. Ich würde echt gerne wissen, ob der Elektroschocker was bringt, aber ich bezweifle es. Ja, was ist hier? Jetzt bist du weg. Ich höre schon wieder Schritte. Komm schon, ich habe keinen Speicherautomat gehabt. Nachricht, Lingard, bla bla. Leer, toll. Todenschein, Todesursache geheim, schön. Fehler. Audio. 2137. Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben.
Aber Gott steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Ich suche den Operationssaal nach einem Medikit. Okay, es kommt. Und ich mache einen Abgang in die Kiste. Das ist überhaupt kein bisschen random oder willkürlich. Das ist einfach nur geskriptet, ey. Ich habe auf den Computer zugegriffen und jetzt kommt es wieder hier vorbei in meine Ecke. Hier war noch kein Speicher. Das ist das, was ich meine. Jetzt haben wir wieder das hier gefunden mit dem Computer und alles. Und es gab wieder keine Speicherstation, wenn ich jetzt kaputt gehe. Und extra wieder zurückgehen ums Feuer rum, da habe ich auch keine Lust drauf. Ich will jetzt durch die Tür, die wir eben entdeckt haben. Und weiterkommen. Ich habe keine Lust, hier zu speichern und dann wieder zu verrecken. Okay, es kommt. Seht ihr? Seht ihr? Das Mistvieh hört den Sensor, das ist unglaublich. Aber wie? Hier ist niemand. Kannst du noch so viel schleichen, wie du willst. Ich hab doch was gehört. Da war ein Piepen. Wo ist er denn hin? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, wo ist er denn? Hätte ich nur eine gescheite Nase. Was? Warum geht denn das da lang? Da müssen wir lang. Hä? Seht ihr? Und jetzt ist es auf einmal da hinten auf dem Sensor. Das ist voll irreführend. Geräusch, EMP. Endlich kann ich mal sowas bauen. Bringt das was? Ich hab doch ein Medikit. Warum muss ich eigentlich eins finden für den Typ? Ich hab doch eins. Ich kann eins herstellen. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn der Revolver nichts bringt, wird der Elektroschock auch nichts gegen das Alien bringen. Es kommt. Wow. Hast du gesehen, wie knapp? Sehen, wie knapp das war, bitteschön. Okay, jetzt lassen wir es drauf ankommen.